Nachdenkseiten. Die kritische Website. Kommt alle zur Friedensdemo am 3.10. in Berlin. Von Tobias Riegel. Die Nachdenkseiten rufen nicht oft direkt zu Demonstrationen auf. In diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Die Demo ist wichtig, der Aufruf ist inhaltlich gut, die Redner bilden eine interessante Mischung und die Zeit drängt. Es ist überfällig, dass die Bürger ein massenhaftes und friedliches Zeichen gegen die aktuelle Militarisierung der Gesellschaft aussenden. Die Demo sollte groß werden, Versuche der Spaltung und der Diffamierung müssen darum ignoriert werden. Alle Infos zu der Demonstration am 3. Oktober in Berlin finden sich, verlinkt eingefügt, im Artikel. Dort sind auch einige der zentralen Forderungen formuliert. Verhandlungen zur sofortigen Beendigung des Krieges in der Ukraine und in Gaza. Keine Waffenlieferungen an die Ukraine, Israel und in alle Welt. Atomwaffen raus aus Deutschland und Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen. Keine Mobilisierung der Atomwaffen und keine atomare Teilhabe. Keine Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland. Friedenserziehung an Schulen und Aufrechterhaltung der Zivilklausel an Universitäten und Hochschulen. Keine Bundeswehr an Schulen und keine neue Wehrpflicht. Recht auf Kriegsdienstverweigerung überall. Keine Zwangsrekrutierung. Abrüstung, Geld in Bildung, Gesundheitswesen, Klimaschutz und Infrastruktur investieren, Sozialstaat ausbauen. Keine Milliarden in die Rüstung. Demokratischen Meinungsaustausch fördern, sachliche Berichterstattung ermöglichen. Keine Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Frieden und Sicherheit gehen nur gemeinsam. Es ist kurz vor 12. Widerstand und Protest jetzt. Geht auf die Straße, bildet Initiativen, wehrt euch, seid kreativ, wehret den Anfängen, die schon längst keine mehr sind. Zitat Ende. Als Redner bei der Abschlusskundgebung sind unter anderem Ralf Stegner, MdB-SPD, Sarah Wagenknecht, MdB-BSW, Rainer Braun für die Veranstalter, Gesine Lötsch, MdB-Die Linke und Peter Gauweiler, CSU, angekündigt. Weitere Informationen finden sich, wie gesagt, verlinkt auf der Website der Initiatoren. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche in Berlin. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.